Schemaschlieb, meine Wirkungsmaster Buggies, okay, ich hab's erkackt. Jedenfalls habe ich in der Zwischenzeit geschafft, das Rätsel zu lösen. Ich habe jetzt 30 Minuten vorgehockt. Dann bin ich mal aufgestanden, um mir neues Wasser zu holen. Und Leute, da habe ich erstmal bemerkt, dass ich wegen der Bildschirmhelligkeit nicht die verdunkelten Positionen auf dem Boden erkennen konnte. Und deshalb dementsprechend auch nicht verstand, wie das Rätsel aufgebaut war und was ja der Tipp war. 30 Minuten lang bin ich vor und zurück gelaufen und habe das Offensichtlichste an diesem Rätsel nicht erkannt. Na gut, egal. Jetzt sind wir jedenfalls weiter. Och man. Manchmal frage ich mich hier echt, was mit los ist. Nee, wir töten dich nicht. Und übrigens, mir ist aufgefallen, dass wir unser Leben nach dem Kampf wieder regenerieren. Ich weiß nicht, was es soll, aber jedenfalls. Ha! Komm, attackier mich, töte mich! Ha! Wir sind hier, wenn wir uns nicht absichtlich töten, das jedenfalls sicher zum Stand zu sterben. Auch was Cooles. Ach du Schande. Für die nächsten beiden Puzzle werden dort Knöpfe sein über den gesamten Boden. Du darfst nur auf bestimmte Knöpfe gehen. Wenn du auf einen falschen Knopf gehst, werden die Stacheln hochgehen und deinen Weg blockieren. Bald im Kopf, dass der Schalter keine korrekten Knöpfe wieder undoen wird. Also ist es vielleicht eine gute Strategie, auf jedem Knopf zu gehen und dann den Schalter umzuklicken. Das wird erlauben, einen richtigen Pfad einfach und schnell zu erreichen. Warte, warum erkläre ich dir das? Vergiss alles, was ich gesagt habe. Okay. Ja, das ist auch ein Papyrus. Finde ich schön, dass der Geist da etwas mehr vom Papyrus hat als vom Sans. Das findet man auch recht selten. So. Ach du. Da. Ja, huch. Ja. Okay, man sieht, Leute, ich bin immer noch zu dumm dafür. So. Hier. Ich versuche die ganze Zeit Insta zu sperren oder zu fliehen. So, hier. Frieden. Yeah. Dann kommt mir auf All für Gott. Blah. Englisch und Zunge stirbt. So. Dann flieh doch. Vieh. Hä? Ach, ich muss auf die Nicht-Ganduten gehen und nicht auf die. Oh. Ja, Leute. Backen mit Kies. Das ist das hier. Einfach nur Backen mit Kies. Die einzige Beschreibung dafür. Was machst du, Knopfi? Bei dem Rätsel, also, wäre ich fast wieder daran gescheitert. Wie? So. Naja. Don't forget, Leute. Don't forget. Don't forget the spaghetti. You know what will happen else. Wuhu! Das Kampfsystem könnte aber schon etwas komplizierter sein. Das würde ich mir so wünschen. So, da ich hier nicht immer absichtlich in die gegnerischen Attacken reinlaufe, einfach nur weil ich es kann. Ziemlich frustrierend, muss ich sagen. So. Hey Leute, ich bin bald bei Clash of Clans Deathmax. Dann beginnt's erstmal. Yeah. So. Ich bekomme auch schon langsam Rathaus Max Gegner. Im Clan kriegt das hart. Aber es geht, und wenn ich noch meine Armee weiter hochbringe. Ja gut, GoWeb habe ich schon Max dabei. Ja. Das ist ja eklig. Ja, diese. Die sind wirklich schrecklich. Also. Die machen mich jedes Mal fast kaputt. Und eklig sind die auch noch. Ja. Aber die haben cooles Design. So richtig static, diese Viecher. Wuhu. Uff. Diesmal musste ich ja zwei Hebel dafür umlegen. Das ist. Das ist aber richtig brutal. Daran wäre ich ja auch schon fast wieder gescheitert. Und mit diesem Augenkrebsrahmen vom Bandicam drumherum und den viel zu sensiblen Störungen aller Spiele, die irgendwie Undertale-related sind, ist es wirklich schwer, durch das Knopffeld sogar noch durchzunavigieren. Du hast es durchgeschafft! Glückwünsche!
Wie auch immer, am Ende des nächsten Raumes ist der Ausgang. Sobald du in den Raum bist, wird sich eine Tür hinter dir abschließen. Du wirst nicht fähig sein, zurückzugehen. Der Ausgang ist blockiert. Du wirst nicht fähig sein, durchzugehen. Viel Glück beim Versuch zu überleben. ich werde hier, glaube ich, noch mit der Stimme, werde ich die noch bei Undertale bearbeiten, dann hier so ein Voice-Up machen. So eine kleine Bonus-Episode. Die Musik ist gestoppt, als ich hier... Wartet, ich muss da gerade einen Schluck Wasser trinken. Du erkennst da gerade irgendetwas. Oder irgendwen. Vorne. Das füllt dich mit Entschlossenheit. Nee, Determination wollte ich ja sagen. Wenn jetzt ein Gegner kommt, dann wird die Atmosphäre sowas von breaken, Leute. Warte, müssen wir mal nachgucken. So, wenn man hier das macht, also zwei Knöpfe gleichzeitig drückt, ist genauso wie in Undertale, dass man einen Schnellgegner bekommt. Nee, hier scheinen aber keine Entities zu spawnen. Das ist gut gemacht, Ricky. Das ist gut gemacht. Ein Static Dummy. Das ist ein Dummy. Es blockiert deinen Weg. Kämpfen? Jo. Ritschgumpf! Blockiert deinen Weg. Die Viecher machen coole Geräusche. Ich würde mal sagen, wir pushen es einfach aus dem Weg. Du drückst es aus dem Weg raus. Der Ausgang ist nicht länger blockiert. Das war ein harter Kampf, Leute. Da wäre ich wirklich fast dran gescheitert. Hier geht's hart zur Sache in Don't Forget. Finde ich gut. Oh, what the fuck? Die Gang der Unendlichkeit, oder was? Warum, Ricky? Ach. Jetzt verstehe ich auch, wie das Spiel von 2 Stunden auf 4 gestreckt wurde. Das war's jetzt aber nicht, oder? Das war's nicht, danke. Ach, das war der Anfang, eventuell. Du spürst aus irgendeinem Grund ein Déjà-vu oder sowas. Das will ich mit Determination. Okay, das ist gut, dass es noch weitergeht. Sonst hätte ich den Computer jetzt aus dem Raum geworfen, weil ich dafür doch keine 2 Monate gewartet habe. So. Ja gut, wenn das etwas länger wird, finde ich super. Ja, ich werde jetzt noch gerade bis Minute 15 aufnehmen, falls es speicherpunkttechnisch funktioniert. Ring, ring. Hallo. Ja, ja, nur mich. Ich wollte dir nur sagen, dass ich denke, dass ich näher an Gäste rankomme. Ich bin gerade aus diesem leeren Snowdendorf rausgegangen. Und nun bin ich in irgendetwas, das aussieht wie Waterfall. Ich glaube, dass nach dieser Waterfall Area gehe ich zur Hotland Area. Und da könnte vielleicht ein Labor sein. Welches bedeutet, dass gestern dort auch sein könnte. Egal, geht's dir gut? Ach so, nee, wo bist du gerade? Du bist gerade erst im Snowden Forest. Das Dorf ist vielleicht vorne. Du gehst näher dran. Auch. Da ringen sich bei Gäste, klar, bei Sense ist wahrscheinlich auch Gefühle, weil das ist ja der Ort, an dem er Frisk zum ersten Mal sah. Egal, das ist alles, was ich sagen wollte. Wirklich. Bleib. Wie übersetze ich es jetzt am besten? Ja, ja. Bleib sicher, Kiddo. Glück. Brrrp. So. Die Musik. So traurig. Ich bin jedes Mal so. Okay, dein Weg. Hackeln wir das sie mal. Es wird depressiv. Oh. Armes Vieh. Armes Vieh. Es tut mir so richtig leid. Oh mein Gott, ich habe komplett vergessen, wie diese Puzzle hier gehen. Jeez, was soll ich hier jetzt nur machen?
Und es ist ein... So, ihr, letztes Mal mussten wir es ignorieren. Komm, wir machen ihm vielmal ein Kompliment diesmal. Amabubatsch. Dann ignorieren wir ihn, so wie immer. Ja, wir müssen ja anscheinend immer das Negative machen, kann sein. So. Ignored. Wir haben zu Tode ignoriert, Leute. Yeah. So wie ein Erwachsener, der einen Geist sah. Das ist zu viel für mich, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich habe alles vergessen. Achso. Da unten ist ja schon der Schalter. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, was soll ich da bloß machen? Aber das funktioniert ja anscheinend. Alles ist in bester Ordnung. Ordnung, Ordnung, alles ist... Ja, ja. Zu singsang. So. Bam. Leute, einfach nur Bam. Das ist das einzige Adjektiv, das dazu passen würde. Ich kann richtig gut mit Worten umgehen, oder? Das habe ich in meiner Amtszeit als Propagandaminister Krener mir gelernt. Könnt Gabelhelm fragen. Der kann euch davon Geschichten erzählen. Und Bücher schreiben. Bücher wie zum Beispiel mein Krampf. So, aber das ist eine andere Geschichte. Naja. Ich werde die Episode so nennen, mein Krampf. Und ich habe das Ressel, verkackt. Meine Englisch-Skills, Leute. Was? Jerry? Nein! Du kannst mich nicht ditchen! Du redest über wirklich sehr uninteressante Themen. Jerry sieht angeekelt aus. Mann, bist du langweilig! Jerry ist gelangweilt! Yes! Das ist deine Chance, ihn zu verlassen! Und wieder mal, Leute, haben wir den Tag gerettet. Oh Gott, Leute. Das ist mein Masterplan. Aber ob der outworken wird, ich habe keine Ahnung. Nein! Wartet, eventuell doch. Ach, wartet, hier oben kann man ja auch entlang. Oh, da oben kann man aber nicht entlang, ohne den Schalter umzulegen. Rapp. Wir häkeln das hier mal wieder. Ja, gib mir deine Schneeflocken. Nein! Ich würde gerne mal wissen, was sie sagen würden. Bestimmt sind die, wie nennt man das nochmal hier? Wahrscheinlich sind das hier bestimmte Codes oder sowas, die man dann ankoden kann. Da, wie nennt man das nochmal? Ich hab's gerade vergessen. Oh. Wie komme ich hier durch? Ich hab keine Ahnung. Mal. Ja, sieht vielversprechend aus. Hier entlang, diesmal oben. Dann. Ne, sieht's nicht. Alter, ich bin hier gerade geistig blockiert. Helft mir. Leben und Leiden des Kies zu Rapskis. So, hier entlang. Hier. Wir können hier... Das ist gut zu wissen. Wir können den nächsten Schalter auslösen, um den alten zu verlassen. Das ist sehr gut zu wissen. So. Hätte ich das mal früher gewusst, what the fuck? So, dann können wir jetzt eigentlich ganz easy. Okay.
Okay, so viel bringt's mir doch nicht. Och man. Wartet, ich. Okay, Leute, sorry, das ist jetzt armselig, ich weiß. Sorry, bin etwas müde. Also, wartet, jetzt muss ich mal überlegen. Ich gehe von links rein. Dort kann ich nicht alle betätigen. Also, ich gehe von links rein. Rein, dann noch. Trotzdem noch. Dort entlang. Okay, Leute, ich glaube, ich hab's jetzt. Also versuchen wir es nochmal. Ach. So. Hier runter. Ah, genau, jetzt habe ich es. Oh. So. Ich bin so. Ja. Dann hier ignorieren wir das Ziel wieder zu Tode. Yeah. Aua! Das hat mir fast wehgetan! Nein! Wieso? Vorher hat es doch noch so funktioniert. Warte, das müssen wir jetzt hier. Nö, vorher hat es doch noch so. Oh. Wartet, Leute. Dann noch ein Versuch. Auf ein weiteres Mal. So. Ich bin so schlecht. Oh Mann. Suchen wir es hier nochmal. Ich weiß nicht, mussten wir noch auf den Button gehen oder? Ja, mussten wir. Oh. Wartet, Leute. Ich cut das kurz. Das ist zu armselig, um das zu zeigen. Bis gleich. Okay, Leute. Boah, ich bin so schlecht. Also, ihr seht ja da am Weg, wo ich bis jetzt entlang gegangen bin. Da die L-Form links, dann die obere L-Form. Jetzt müssen wir hier drauf. Boah, das ist so. Ja, ja, ihr braucht euch nicht selbst umbringen wegen meiner Dummheit. Ja, ja. Die Facebombs haben euch schon gewonnen, ich weiß. Sorry. Ich schaffe dafür übrigens nicht. Ich habe meinen Anwalt schon gefragt. So. So schlecht. Oh, ich bin so schlecht. Warum bin ich so schlecht? Mama, helf mir. Wenn ich jetzt wieder 5 Stunden für brauche. Gauli, dies sieht nach richtigem Spaß aus. Yeah. Komm. Ja, diesmal nicht. So. Dies habe ich's gerallt. So, jetzt sag ich auch, warum der Schalter hier direkt neben so einem X ist. So, kommt. Dann machen wir noch weiter bis zum nächsten Speicherpunkt. Dann muss ich auch schon ausmachen. So. Ja. Aus Grund und so. Oh, die Aussicht so wunderschön. Ja, tschüss. Cool? Es ist ein Willkommensschild. Du fühlst dich aber nicht sehr willkommen. Hier müsste noch ein Speicherpunkt sein, so wie beim
Original, irgendwo ist doch ein Speicherpunkt. Leute, hier ist kein Speicherpunkt. Das macht mich traurig. Ja, ja, die Musik ist schön und die Häuser sind hier mehr als im Original. Ja, ja, Overcrowding, Leute. Und hier geht's direkt weiter. Könnten hier nur durchgehen? Hätte man mal mehr... Wartet, wenn das hier jetzt... Sieht doch genauso aus wie... Waren wir noch gar nicht in Snowden? War es nur ein Fake oder sowas? Ja, war es echt... Oh. Ah, hier war der Sans. Das ist die Maschine. Sie muss Sans hergebracht haben. Und er hat es hier gelassen, um besser zu finden. Der komplette Bildschirm ist gefüllt mit Errors. Also ist sie definitiv kaputt. Wow. Der. Brrr. Oh, das macht mich wuschig. Und es gibt keinen Speicherpunkt. Sind wir im Waterfall? Sind in Ross. Da, ein Speicherpunkt, Leute. Dann. Du fragst dich, wer diese dunkle Figur war. Das Gefühl, dass du es herausfinden willst. Es füllt dich mit Determination. Und an der Stelle, Leute, beenden wir die Folge. Wenn ich sie am besten, die schwarze Person, Obama schlägt zurück. Oder, ich bin so schlecht. Komm, einfach nur aus Prinzip, Obama schlägt zurück. Also Leute, bis dann. Ciao.